Ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmwindel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmwindel, hinter denen das Kaiserreich hier ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit denen nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollten. Ich komme aus Rohrstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Macha, Ibella, Kynaret, Arkatosch. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie haben dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehören nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Und damit herzlich willkommen bei Skyrim. Ja, jetzt müssen wir unsere Klasse auswählen. Es gibt die Nord, die Orks, Rotwardone und.
Wir können ja mal. Dann gibt es einen Waldelf am Ende auch noch. Ja, ich lese mal alle vor. Argonia. Diese Reptilienwesen, optimal an das heimtückische Sumpfgebiet der Schwarzmarsch angepasst, besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Krankheiten und können unter Wasser atmen. Mit dieser Kraft heilende Haut können sie ihre Gesundheit sehr schnell regenerieren. Ja, das sind die Argonia. Den hatte ich schon mal. Ich hab Skyrim schon mal gespielt und da hatte ich den schon mal. Dann gucken wir mal zum Betone. Zusätzlich zu ihrem schnellen und scharfsinnigen Verständnis der Zauberkunst rühmen sich selbst die einfachsten Betonen von Hochfels ihres Widerstands gegen Magie. Betonen können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Ja, das ist der Betone. Ja, dann Dunkelelf. Die in Morrowind beheimateten Dunkelelfen oder auch Dunmer verfügen über bemerkenswerte Schleich- und große magische Kräfte. Sie besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Feuer und können die Kraft Zorn der Ahnen einsetzen, um sich mit Feuer zu umgeben. Jetzt irgendwie kann ich gerade nicht lesen. Hochelf, die in ihrer Heimat den Somerset-Inseln, habe ich das richtig gelesen? Somerset-Inseln, auch unter dem Namen Altmer bekannten Hochelfen, sind das begabteste Volk in den arkanen Künsten. Sie benutzen ihre Kraft der Hochgeborenen, um ihr Magika schnell zu regenerieren. Das sind die Hochelfen, dann gibt es noch die Kaiserlichen. Kaiserlichen sind halt die, wo uns gerade auch verschleppt haben, so welche. Die Einwohner von Cyrodiil, habe ich das richtig ausgesprochen? Keine Ahnung, haben sich als verschlagene Diplomaten und Händler erwiesen. Sie sind geschickt in Kampfkunst und Magie. Wo immer Goldmünzen zu finden sind, finden Angehörige des Kaiservolks stets ein paar, mehr als alle anderen. Mit der Kraftstimme des Kaisers beruhigen sie einen Feind. Also sie können Feinde beruhigen, anscheinend. Kajit, das sind solche Katzenwesen mit Schnurrhaaren und netten Öhrchen und ja. Sie stammen aus der Provinz Elsewhere, ja, sind intelligent, schnell und behende. Sie sind ausgezeichnete Diebe, da sie sich von Natur aus heimlich bewegen. Alle Kajit können in der Dunkelheit sehen und verfügen über waffenlose Klauenangriffe. Okay. Dann kommen wir zum Nord. Die Bürger von Himmelsrand sind große, blonde Menschen. Die Nord sind stark, zäh und für ihre Kälteempfindlichkeit und ihr Kriegstalent bekannt. Mit einem Kampfschrei schlagen sie ihren Gegner in die Flucht. Ja, die sind halt sehr stark, das sind richtige Krieger, die richtig gut kämpfen können und so. Ja. Dann die Ork. Wie der schon aussieht, hier. Ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht, ich hoffe, ich habe es eingestellt. Als Bewohner der Rotgarinischen und der Drachenschwanzberge sind orkische Schmiede für ihre Kunstfertigkeit berühmt. Ork-Truppen in schwerer Rüstung gehören zu den besten Kämpfern des Kaiserreichs und sind furchterregend, wenn sie ihre Kraft Blutrausch einsetzen. Als Blutrausch. Das sind dann halt kurze Zeit wahrscheinlich sehr viel mehr Schaden austeilen und sind halt sehr viel stärker. Erster Rotwardone. Die von Natur aus besten Krieger Tamriels, die Rotwardonen aus Hammerfell, sind besonders zäh und besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Gifte. Also sind sehr giftresistent. Sie sind in der Lage, im Kampf die Kraft Adria,
Adrenalinschub einzusetzen. Okay. Dann zuletzt der Waldelf. Der Volksstamm aus den Wäldern des westlichen Walenwald ist auch als Bosmer bekannt. Waldelfen sind gute Kundschafter und Diebe. Und im ganz Tamriel gibt es keine besseren Schützen. Sie sind von Natur aus resistent gegen Gifte und Krankheiten und sie befehlen Tieren mit der Kraft, Tier beherrschen für sie zu kämpfen. Okay. Jetzt müssen wir uns einer von denen aussuchen. Ich würde sagen, wir nehmen so einen richtig harten Kämpfer. Ich würde sagen, wir nehmen da mal den Ork. Okay, nehmen wir Ork. Dann den Körper. Geschlecht nehmen wir natürlich männlich. Es gäbe auch weiblich. Aber wir nehmen männlich. Vorgaben, was gibt's da? Achso, da kann man bestimmte anschauen, wie die so aussehen, aber es sind bestimmt alle relativ hässlich, also ich nehme keine Vorgaben. Hautfarbe lasse ich so, Gewicht, oh, der ist eher fett, ja, dann sieht er eher muskulös aus. Dann gehen wir zum Kopf. Gesichtsfarbe kann man umstellen, schauen wir mal. Ah, hier sieht man da wieder ein bisschen dunkler und so, aber ich finde, das passt eigentlich auch schon. Schmutz, vielleicht wird er ein bisschen dreckiger bei mir. Das. So sieht es eigentlich ganz okay aus. Ein bisschen Schmutz, Schmutzfarben. Komm. Ja, eher so dunkel, so, ja. Dann Narben soll am besten viele haben, wer am besten viele Kämpfe gemacht haben. So, sieht gut aus. Sieht sehr. Ja, sieht sehr furchterregend aus. Kriegsbemalung, schauen wir mal, was da gibt. So über die Augen, dann über dem Auge so eine Kralle oder so. Dann so zwei Katzendinger, dann sowas, so, sowas. Und das fände ich irgendwie nicht schlecht. Na, so eine ganze Bemalung finde ich greislich. Nehmen wir sowas. Farbe der Bemalung kann man auch auswählen. Wir können ganz weiß, wir können rot nehmen, wir können bis zu grün und lila und, aber ich würde rot nehmen, so ganz dunkles Rot, so eins. Ah, nee, das sieht fast zu übergrün aus. Hm. Ich glaube, wir nehmen ein bisschen kleinere Kriegsbemalung. Sowas. Das dann in weiß, das sieht einigermaßen gut aus. Dann kommen wir zum Gesicht. Nasenart, die Nase passt eigentlich wieder, sonst verstelle ich irgendwas. Ich will das nicht so viel umstellen. Nasenhöhe, was gibt's da eigentlich so alles? Machen wir so einen richtigen Riecher, so. Nasenlänge, was kann man da so nehmen? Nasenlänge. Kann man die Länge einstellen? Machen wir so vielleicht. Kieferbreite. So, finde ich, passt. Kiefervorstand, finde ich, passt so. Boah, was gibt's denn das mal zum Einstellen? Das wird ein bisschen länger dauern, das Video. Wangenknochenbreite. Gucken wir mal. So würde ich sagen, passt. Wangenfarbe. Ja, eher dunkel. Lachfalten, nee, der lacht doch nicht so. Ork hockt nicht im Gasthaus und macht und lacht sich den Arsch ab. Der lacht gar nicht. Oder selten. Nasenfarbe, Halsfarbe, Halsfarbe passt, Stirnfarbe passt, alles finde ich. Dann gehen wir zu den Augenformen. Augenform können wir umstellen, da haben wir alles, gibt's da so. Oh na. So eingefallene Augen, so komische, das. Was hatten wir da? Da hat er so ekelhafte Klubscher, was sieht denn da am besten aus? Kleine Augen, so vielleicht. Also so eingefallene Augen. Ich hab's gerade verstellt. Augenfarbe, stellen wir ganz nicht um, ich mag kein Grün. Gucken wir mal, das sieht gefährlich aus. Rote Augen, ein Ding. Machen wir es so, dass der ein Auge nicht mehr hat. So. Ne, Lidschatten braucht man nicht. Passt alles so.
lerne die Braue. Brauenart. Na, ich finde die Brauen sehen eigentlich gut aus. Gehen wir zum Mund. Mundform lassen wir so. Lippenfarbe vielleicht ein bisschen. So vielleicht. Dann die Haare. Würde ich umstellen, weil die Frisur sieht echt kreislich aus. Sowas nicht gerade. Sowas auch nicht. Irgendwie sehen alle Frisuren nicht so der Hammer geil aus. Da gab es doch eine längere gerade. Eben war sie doch noch da. Gucken wir mal. So. Nein, nein, nein. Wo waren die längere? Langsam, vielleicht kommt sie ja noch. Na, das sieht aus wie so. Ich glaube, wir machen ihn einfach so einen komischen Zopf. Da, so. Dann den Bart kriegt er natürlich. Na, das sieht aus wie ein Japaner. Wir lassen den Zopf doch weg. Okay, dann machen wir eine Glatze und den Bart kriegt er so einen leichten Pflaumen vielleicht. Haarfarbe, würde ich sagen, passt eigentlich. Ja, dann haben wir es eigentlich schon. So sieht unser Arc aus. Okay, bestätigen. Unseren Charakter einen Namen geben. Wir nennen ihn natürlich Mina Alexi. Und dann akzeptieren wir. Enter. Kommt ihr von einer der Festungen auf? Wie hat es euch denn hierher verschlagen? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Orsinium zurückgebracht werden. Nein, ich will nicht hingerichtet werden. Können wir jetzt laufen? Ah, er läuft selber, okay. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Er hat sich nicht so angehört, als wäre das nichts. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Ethereus übergeben. Um Talos Willen schweigt, bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Oh, ich will da eigentlich nicht hinschauen. Es ist nicht schön, wenn einer gekopft wird. Wer in die Ecke schauen will, kann in die Ecke schauen, sonst betrachten wir da hinten diese wunderschöne Tante. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Ups. Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Ork, ihr seid dran. Nein, jetzt werden wir dran, aber ich will ehrlich gesagt... Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Ihr habt doch gesagt, das waren nicht... Gar nichts. Göttern, ein Drache. Wie ist das möglich? Ja, okay, lauf voran. Ich folge dir. Oh mein Gott, alles sind verletzt und so. Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer.
glaube, hier sind wir nicht sicher. Hoch durch den Turm. Los. Ja, lauf du bitte voran. Los. Keine Lust zu sterben. Oh mein Gott. Wie kann man... So kann man schleichen. Okay. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Okay, da rein. Anscheinend hier runter. Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut. Was soll ich jetzt machen? Immer noch am Leben. Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Ja, ich bin ganz nah bei dir. Kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiden. Okay, ihm hinterher. Bleibt nah bei der Wand. Okay. Weiter ihm hinterher. Jetzt sind es nur noch wir beide gefangen. Boah, der schießt mir fast den Kopf rein. Aus dem Weg! Wir fliehen, Hartmann! Diesmal haltet ihr uns nicht auf! Schön! Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sohengarde. Okay, jetzt sind wir in der Festung. Okay. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Ups, ich wollte dich gar nicht hauen. Hab dich fast gehauen. Ich schaue mich mal einfach nur so um. Hier hätten wir ein Schwert. Und nochmal ein Schwert. Was haben wir hier? Kaiserliche Helm und ein bisschen Gold. Da drin ist nichts. Hier ist Gold. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Buben geben. Seht euch um. Ja, ich gehe ihn. Eisenschwerden zu Zeug. Ihr legt besser diese Rüstung an und schwingt das Schwert ein wenig. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding ist immer noch da draußen. Bevor wir aber dann, bevor wir jetzt durch diese Tür gehen und ich die Rüstung anziehe, würde ich sagen, wenn euch der erste Teil von Skyrim gefallen hat, dann lasst doch einen netten Kommentar da oder ein Like und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Part. Ja, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.